Ah, in Necropolis 1. Oh, die Musik ist cool. Och nee, nicht schon wieder so eine Scheiße. Diese Vagina-Typen, was auch immer. Ich will gar nicht wissen, wieso die ihre Schamlippen im Bauch haben. Jetzt hör mal auf, hier zu kotzen, Alter. Das ist ungesund. Okay, in dem Raum brauche ich bitte, in den Shop brauche ich noch nicht rein zu... What the fuck? Wieso hängen die und wieso lebt ihr noch? Könnt ihr nicht einfach sterben? Wie viel hält diese Kack-Dingens aus? Okay. Okay, hier ist wieder der Satansraum, da will ich meine Herzen eher... Was heißt Satansraum? Der Herzfressenraum, nenne ich ihn jetzt einfach mal getrost. Da will ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht rein. Oh Gott! Diese Viecher sind so nervig. Weil der einer auch aussieht, Alter. Der hat auch so eine Voldemort-Nase. Oh, von dem wird man auch so einfach getroffen. Die schießen viel zu viel Kacke. Oh, jetzt stirb doch mal. Oh Gott. Zwei Herzen habe ich nur noch, ey. Die haben mir auch Geld geklaut, sehe ich gerade, ne? Okay, die sind ziemlich einfach. Oh, Natur, wie soll ich denn da bitte schon rüberkommen? Ohne mir den Fußnagel zu weh zu tun. Oh, was zum... Okay, die Fliegen tun einen auch. Alter, was greift mich da überhaupt meistens immer an? Ich glaube, ich sterbe gleich. Alter, nein. Okay, da war ich gerade echt sehr, sehr unkonzentriert, aber das waren gerade echt zu viele Fliegen. Egal, da hängen wir auf jeden Fall nochmal ein Ründchen dran. Ich habe auch gerade nichts zu trinken dabei, das ärgert mich gerade. Okay. Oh, schon wieder so ein einfacher Raum. Ich sollte mal vielleicht die Maus aus dem Bild und tut mir leid. Eine Spinne? Okay. Ah. Nichts Unüberlegtes tun, nichts Unüberlegtes tun. Geld, Geld, Geld. Oh, ich mag Geld. Okay, da oben gehe ich nicht rein. Hundertprozentig nicht. Okay. Bekomme ich schon wieder so viele Sachen in den Arsch geschoben direkt auf der ersten Stage. Das ist, finde ich, echt ziemlich cool. Okay, was ist dort unten? Der Raum scheint jetzt auch wieder nicht so groß. Alter! Obwohl, das war irgendwie ziemlich doof. Jetzt kann ich die ja gar nicht sprengen. Okay, das war gerade wieder ziemlich scheiße unüberlegt von mir. Was ist das? Ist das auch wieder so ein Begleiter? Homing Bombs. Achso, das sind ja. Ich habe jetzt Bomben dazu bekommen. Sehr cool. Gib mir. Goathoof. Okay. Ach, bin ich jetzt schneller oder was? Ziegenhufe? Was auch immer. Soll ich mir jetzt echt hier Geld noch holen? Ach, mache ich jetzt einfach mal wenigstens zwei Münzen. Ich habe jetzt gerade genug Bomben. Obwohl, hätte ich jetzt eigentlich... Funktioniert das? Warte mal. Tatsache. Boah, wie doof. Hätte ich das mal vorher gewusst. Okay, jetzt habe ich vier Herzen und genug Geld. Ich gehe jetzt auch, glaube ich, nochmal... Ach, ich habe gar keinen Schlüssel. Na, egal. Oh, toll, das ist schon wieder mein Boss, Alter. Wie schnell die Runden jetzt mittlerweile gehen. Nein, ich weiß, der Joker flies. Aber vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, manchmal dauern die Runden echt 40 Millionen, 1000 Millionen Stunden. Und manchmal einfach nur 10 Minuten. Oh Gott, das sind wir schon wieder... Ich habe echt mit den schwierigsten Gegnern habe ich echt keine Probleme. Aber mit Fliegen, die sind so nervig. Alter, wie viele Fliegen der auch im Mund hat, ne? Was isst man eigentlich, damit man so viel Fliegen in der Fresse oder in den Gedärmen hat, Alter? Du musst doch schon seit Jahren verwesen. Und welcher menschliche Dingens, wie heißt es nochmal? Ich muss mich gerade konzentrieren. Das ist das Ding, worunter man lebt. Jeder menschliche Körper, genau. Verwest doch nach einer Zeit und lebt dann gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich sollte echt mal aufhören, Sachen in The Binding of Isaac zu hinterfragen. Einige von euch stehen ja sogar darauf, wenn ich Sachen hinterfrage, ist mir aufgefallen in den Kommentaren. Was ich auch ehrlich gesagt ziemlich zum Abfeiern finde. Oh, der Boss ist auch mal wieder so nervig eigentlich, ne? Der dauert so lange. Und das Nervige eigentlich an dem ist nur dieser Kakurensohn fliegen. Danke. Geht weg. Geht alle weg. Es sind zu viele Fliegen. Gott.
Mal diese Hetze. Okay, hier habe ich jetzt ein DHL-Paket bekommen. Eine Box! Oh. Okay, okay. Pilz, okay. Oh. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte es eigentlich hier nicht just for fun ausprobieren. Okay, dann nehme ich einfach mal das wieder mit. Obwohl, was das bringt, die Pilze denn? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so aus dem Kopf. Egal, nehmen wir einfach mal den Pilz mit. Das sieht irgendwie chilliger aus. Oh mein Gott, hallo, ich habe eine Blume für dich. Komm, ein Pillemann. Der ist so klein. Oder so. So. Boah, ich muss gerade echt was trinken, ey. Ach, die kommen ja da rüber. Manche kommen da rüber und manche nicht. What the fuck? Okay. Und wieso brennst du? Ich tue jetzt einfach mal eine Bombe hin. So. Alter, wie viele virtuelle Herzen. Krank. Das ist in der zweiten Stage. Alter, jetzt stirb doch mal. Wenn die ins Feuer springen, sind die irgendwie aggressiver drauf. Und so, ne. Feuer ausmachen. Und Feuer ausmachen. Schlüssel. Tier ist ab. Wuhu. Und ich war eigentlich schon mehr wieder da heute. Weil die auch jetzt die ganze Zeit das Paket mitschleift, ne? Okay, wieder so ein Spaßraum, wo ich eigentlich hätte gar nicht reingehen müssen. Was eigentlich war wieder ziemlich cool, wenn ich mir wieder eine Karte leisten könnte. Das wäre eigentlich irgendwie echt wieder ziemlich nice. Oder, so, diese, oder war Karte und Kompass mit einfach... Ein? Weiß ich gar nicht. Es ist, wie gesagt, schon zu lange her, als ich das letzte Mal hatte. Okay, wieder so ein einfacher Raum. Und ich lasse mich auch noch fast treffen. Oh, geh tot. Hallo, kopfloser Typ. Ich weiß, dass du Spaß am Leben hast und die ganze Zeit gerne rumhüpfen möchtest. Okay, wir haben 3 Bomben. Soll ich davon Geld mitnehmen? Ist da irgendwo ein blauer Stein? Nee. Brauche ich jetzt eigentlich im Endeffekt jetzt nicht so wirklich. Oh Gott, wieder so viele... Ey, Fliegen sind echt das Nervigste an The Binding of Isaac, weil man da echt... die auf irgendwas achten tut. Oh ja, mit ihren scheiß Spermasäcken. Headshot. Alter, was ist da los? Okay, ist hier ein blauer Stein? Nee. Okay, da unten ist der Shop. Soll ich da reingehen? Ich weiß nicht, ob ich den Schlüssel noch brauche. Gucke ich lieber nochmal hier hinten. Wieso bin ich jetzt eigentlich so klein gerade? Werde ich irgendwie kleiner? Das kommt jetzt gerade irgendwie so vor, als ob Eisen geschrumpft ist. Aber wahrscheinlich war es auch wieder eine pure Einbildung, ich weiß es nicht. Das kann natürlich auch sein. Oh Gott! Stirb! Stirb, 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 stirb! Danke! Und Hackfleisch! Hallo, Hackfleisch! Oh Gott, wieso lasse ich mich immer so dumm treffen? Ja, und du brauchst jetzt auch nicht die ganze Zeit hier rumzittern. Ich weiß, dass du Spaß am Leben hast. Und explodieren. Wenn man die Fliege schnippt dadurch auch. Danke! Arcade, soll ich wieder spielen? Ich weiß es nicht. Obwohl, ich habe eigentlich genug Geld. Okay, was könnte ich probieren? Ich glaube, ich jag die Automaten einfach wieder in die Luft. Oh, ganz viel Geld. Und wir haben eine Nickelmünze. Oder Edime. Oh, waren das 10? What the fuck, das waren 10 motherfucking Münzen? Krank. Alter, dann spiele ich jetzt einfach die ganze Zeit, bis ich 10 Millionen Schlüssel habe. Brauche ich nicht. Na, scheiß Fliegen. Wieso sammelt der eigentlich Fliegen? Bitte. Yay! Und nochmal. Kann man da eigentlich auch Items gewinnen? Oder nur Schlüssel und Herzen? Oh Gott, geil! Alter, wie viele Schlüssel ich bekomme. Noch mehr Schlüssel. Okay, okay, okay. Da, 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 da. Oh Gott. Ey, es wäre jetzt echt nice gewesen, wenn ich jetzt wirklich 6 Schlüssel gewonnen hätte. Okay, Geld. Oh. Vor allem, was der auch für ein Geschäft macht, ne? Vor allem, was macht der eigentlich? Ja, eine tolle Fliege. Oh! Wieso habe ich einen Scheißkopf auf dem Kopf, obwohl ich eine Fliege gewonnen habe? Ich will das gar nicht wissen. Und wieso bin ich jetzt auch schon wieder so klein, oder liegt das jetzt an dem Liberty Cap, also an dem Pilz? Ich weiß es nicht. Oh Gott, wieder so viele Viecher. Oh nein, 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 Zombie Isaacs! Ich stirb doch alle, ich hasse Zombie Isaacs! Die sind echt entnervig, vor allem wenn man auch hier die ganze Zeit dann so eingesperrt wird, so hässlich. Oh Gott. Vor allem, wie viele Herzen hatte ich vorhin? 8? 6? 7? Jetzt habe ich nur noch 4. Okay, Goldraum. Was haben wir da drin? Ein... Was ist das?
Chocolate Milk. Ach so, die kann man aufladen, cool. Also man kann kleine machen. Fallen wir jetzt auch Spuck. Bam! Das ist cool. Okay, da unten ist die Arena, die ist schon wieder zu. Wieso auch immer. Ah, toll, da muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Normalerweise habe ich mir jetzt echt angewöhnt, dass ich die Knöpfe gedrückt halte. Aber beim Chocolate-Dingens muss man das hier aufladen. Okay, dann mache ich da hinten nochmal den Shop auf und guck mal, ob ich da eventuell nochmal ein paar coole Items bekomme. Weil wir haben 23 Münzen, Alter. Ich glaube, so viele hatte ich noch nie. Auch wenn wir jetzt keine Bomben mehr haben, was auch ehrlich gesagt ziemlich schade ist. Aber hey, was soll man machen? Brauche ich davon was? Die Spitzhacke möchte ich ehrlich gesagt nicht schon wieder mitnehmen. Ich glaube, ich nehme mal hier so ein Herz noch mit. Das kann man ja mal machen. Geld genug haben wir ja. Okay, bin ich mal gespannt. Isaac Brothers und nicht schon wieder Larry Jr., Alter. Den Boss hatte ich schon so zig Millionen Mal, ne? Bringt der aufgeladene Schuss bei dem hier auch was? Da muss man auch erstmal treffen. Also es bringt, weiß nicht, ob das irgendwie mehr bringt. Oh Gott, jetzt muss ich auch die ganze Zeit die Taste drücken. Das ist irgendwie nervig. Stirb, 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 stirb. Ich hasse diesen Gegner, das glaubt ihr gar nicht. Der ist so kacken nervig. Oh Gott! Stirb, 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 stirb. Ach, vor allen Dingen, ich habe die Ohrenschmalzpillen, ne? Werde ich auf jeden Fall gleich mal ausprobieren, was es bringt. Oh Gott! Geh weg! Ich habe gerade so schön eingesperrt. Ach, sorry. Boah, ich muss auf jeden Fall... Oh, meine Nase kratzt jetzt gerade so uncool. Oh Gott. Ich hasse diese Kackpollenscheiße, die ganze Zeit rumfliegt, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Das ist auch Langeweile, ne? Oh, meine Nase. Moment. So, jetzt haben wir wieder die Tiers ab. Voll das Maschinengewehr. Okay, zwei Herzen gegen... Ich sollte den Satanraum mal ausprobieren, wenn ich genug Herzen habe, wurde mir auf jeden Fall gesagt. Aber das Doofe ist, ich habe nicht so viele Herzen. Von daher sollte ich jetzt auch keine Items hier mitnehmen, oder? Obwohl. Soll ich? Wo ist das? Der Raum ist weg! Okay, das habe ich jetzt gerade gar nicht gepeilt. Ich wusste gar nicht, dass der Raum zugeht. Ach, toll. Oh, ich werde angeschissen. Alter, was für kantige Ärsche die haben, Alter. Sind das, oder sind das Brüste? Ich weiß es nicht. Es könnte beides sein. Oh Gott, nicht schon wieder fliegen, Kotzer. Wow! Wow! Alter, vor allem, wenn man die auflädt, dann trifft man auch echt so Kacke. Mach mal was aus deinem Leben und hör auf, die ganze Zeit rumzuheulen. Oh Gott. Jetzt soll ich mal explodieren, dass da Fliegen auch noch rauskommen, ne? Eine Zahnbürste. Eine motherfucking Zahnbürste. Dein Ernst? Oh, die Karte! Was soll ich noch? Ach nee, ich kann mir gar keine Herzen mehr mitnehmen. Okay, das ist der Geheimraum. Okay, was jetzt ehrlich gesagt noch ziemlich cool wäre, wäre eine Bombe. Oder so. Oh Gott, ich hasse diese Hackbraten. Immer schön Schüsse aufladen, immer schön reinballern, weil hier könnt ihr mich nicht treffen und ich lasse mich in dem Moment treffen. Oh Gott, bin ich schlecht. Hallo, jetzt komm runter. Danke. Oh, das ist eine Bombe. Ich will da hin. Gib mir die Bombe. Ich will die Bombe haben. Oh Gott. Oh, die schon wieder diese... Ich hasse diese Viecher. Ne, das glaubt ihr gar nicht. Einfach draufballern, einfach draufballern. Na komm, sterbt doch alle. Vor allem, die sind hier so scheiße zu treffen. Ah, jetzt könnte ich so gut treffen. Stirb, 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 danke. Oh, ich will da doch nur rein. Mann, oh. Was auch immer das ist. Random Tears. Das heißt, zufällige Tears? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Wir haben auch mittlerweile nur noch drei Herzen, ist mir aufgefallen, ne? Oh Gott. Nicht so eine Kacke.
Obwohl, die sind eigentlich ziemlich einfach zu besiegen. Ich glaube, die in den Raum könnte ich sogar noch lebend überstehen. Denke ich mal. So. Oh Gott, ich mag diese Schokoladentiers. Oh Gott, nicht so eine Viecher. Random Tiers? Achso, jetzt spucke ich graue Kügelchen. Weil die Dinger teilen sich doch auch noch. Haben die sich nicht mal zu kleineren Dingern? Oh, ich laufe auch noch genau rein. Stipp. Oh, können wir nicht eine Bombe geben oder sowas? Das wäre viel chilliger. Wieso ist sie jetzt zu mir geflogen gekommen? Können das andere Items auch? Okay. Vor allen Dingen hier ist jetzt auch gerade ein blauer Stein. Oh Gott. Ich will keine Random Tiers mehr haben. Die kommen alle zurück. Das sind Bumerang-Tiers. Okay, irgendwie sind die Bumerang-Tiers irgendwie ziemlich witzig. War das nicht die Pille für Leben heilen? Ne, ich nehme mal lieber die Ohrenschmalzpille mit. Komm. Wir sind die Tiere schon ziemlich witzig. Die machen auch total viel Schaden eigentlich. Stirb, 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 stirb. Danke. Erdieme. Okay, damit könnte ich mir eigentlich im Shop wieder Herzchen kaufen, oder? Die Arena ist auch wieder zu. Okay, was hatten wir jetzt hier unten eigentlich? Genau, ach, das war der Raum. Da müsste ich eh wieder Herzen für fressen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust, weil ich eh so wenig habe. Ey, bei mir ist generell gerade alles ziemlich random. Hier ist mir aufgefallen, ne? Mal bin ich schneller, mal bin ich langsamer. Okay, ich kaufe mir hier jetzt von Herz. Und das ist ein Herz. Da habe ich wenigstens insgesamt wieder 4 Stück und bin gewappnet für den Boss. Immerhin etwas. Okay, dann geht's jetzt hier runter. Oh, schade, dass ich hier keine Bomben bekomme, ne? Das ist so doof. Das ist so doof. Warte, was sind das für Kugelchen? Achso, ich kann eigentlich alles auch aufblasen, ne? Blasen, hab Blasen gesagt. Okay, da geht's jetzt auch wieder auf zum Borsch. So. Meine Gurdi. Was war der nochmal? Ich glaube, der hat die ganze Zeit irgendwas hin und her gekotzt. Ich weiß es nicht. Oh Gott, wie groß der ist. Okay, den hier kaputt machen. Oh Gott, der war doch mega nervig, oder nicht? Oh Gott. Vor allem, ich bin jetzt klein und mache, glaube ich, echt wenig Schaden, oder? Oh Gott, der scheint ziemlich nervig zu werden. Okay, wir... Ah, scheiße. Bad Gas? Was auch immer. Das war wahrscheinlich gut. Ich wollte einfach mal die Pille benutzen. Okay. Jetzt kotzt er auch noch Fliegen aus. Oh Gott. Okay, die Hälfte habe ich schon mal. Bringt das eigentlich was, wenn ich jetzt zum Beispiel auch die ganze Zeit die Dinger auflade, die Schüsse? Macht das mehr Schaden, als wenn ich jetzt die ganze Zeit so schnell draufballer? Oh komm, ich schaff den noch, bitte. Oh Gott. Oh Gott. Ich schaff den noch, bevor ich sterbe. Okay, jetzt kotzt er wieder. Und jetzt kotzt er gleich wieder. Okay, ich schaff ihn. Ich schaff ihn. Stirb! Oh, dieser Gedärmehaufen auch, ne? Oh Gott. Okay, jetzt darfst du auch bitte sterben. Lucia Beth appeared in the basement. Was heißt, dass es appeared ist? Wo ist es appeared? Magic Ball. Und da ist wieder ein Gegner. We're the Lovers. Was war das nochmal? Genau, das Herzen bekommen. Okay. Gut, dann habe ich mir das auch schon mal eingeprägt. Wieso ist der jetzt zum Beispiel auf? Egal, ich mach den jetzt mal. Oh, toll, nur wegen Geld. Okay, ich bin aber... Oh, fuck, und ich lasse mich auch noch treffen. Ah, egal, ich habe da hinten Herzchen. Sprich, ich kann mich jetzt mindestens 2-mal noch treffen lassen. was hat das jetzt bedeutet, dass der im Basement gespawnt ist? Oh Gott, nein. Stirb einfach, stirb bitte. Danke. Ich hasse diese Fliegenviecher, ne, das glaubt ihr gar nicht. Oh Gott, wieder so viele Fliegen. Erstmal die Fliegen kaputt machen. Oh Gott. Stirb, danke. Oh, ich bitte, jetzt lass dich irgendwie solche komischen Vagina-Bäuche, Bauchnabel-Dinger kommen. Alter, jetzt stirb doch mal. Oh Gott, okay, die gehen eigentlich.
lass mich schon wieder treffen. Vor. Wow. Die sind eigentlich gar nicht so schwer, aber trotzdem lasse ich mich durch die treffen. Das ist ziemlich doof von mir. Komm. Danke. Bitte lass Herzen drin sein. Oh. Virtuelle Herzen oder sowas. Oder die Boss sollten mal wieder Dingens geben. Obwohl, die Pille sollte ich mitnehmen. Die Pille für zwischendurch. Danke. Okay, ansonsten... Nein, was mache ich? Oh Gott, das war ein dummer Fehler, ey. Wieso laufe ich da auch geradeaus? Okay, aber ich kann hier jetzt reingehen. Und mir theoretisch Herzen kaufen. Bitte lass Herzen drin sein. Wieso kann ich das auf einmal machen? Es verwirrt mich. Es verwirrt mich sehr. Aber vor allen Dingen der Spaceman, die Katakomben, die sehen auf jeden Fall auch wieder sehr vielversprechend aus. Sehr, sehr lang auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt lass doch mal da ein paar Herzen drin sein. Das will mich echt verarschen. Gib mir Herzen. Okay. Da. Oh. Gib mir. Na, Bomben. Oh, Bomben ist auch cool. Oh. bitte Bomben. Komm. Na, oh, Herzen, egal. Herzen geht auch. Ich sollte nicht mal die Mitte nehmen. Vor allem, wenn ich jetzt die Mitte nicht nehme, dann bekomme ich keine Herzen, hundertprozentig. Ich wusste es. Okay, noch einen mache ich. Oh toll, wie Geld. Okay, dann mache ich noch mehr. Ich will nur Herzen oder Bomben haben oder sowas. Yay! Okay, jetzt noch Bomben, komm. Geld, wer braucht schon Geld? Gib mir Bomben. Bomben! Bomben! Kind, Bomben! Oh, keine Herzen. Okay, einen mache ich noch. Bomben, komm! Noch! Da. Geht doch alle sterben, ey. Okay, ich gehe erstmal in die Räume hier unten. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh nein, stirb einfach. Oh Gott, das ist mir viel zu viel gerade schon wieder. Stirb. Obwohl, jetzt geht's eigentlich gerade. Ich stand wohl gerade einfach nur in einer ungünstigen Situation. Okay, wieder Geld. Aber ich brauche Bomben. Ach nein, das mache ich nicht. Jetzt bin ich schon wieder so klein, Alter. Dieses random Kack, das geht mir irgendwie gerade ziemlich auf den Nerven. Wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, nein. Nein. Nicht ihr. Nicht ihr. Alter, ich check diese Viecher nicht. Wie machen die das? Ich will das auch können. Oh Gott, ey. Ja gut, meine lieben Freunde, das war's jetzt. Zwei Parts The Binding of Isaac. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich habe mich echt dumm angestellt. Aber es war eine kleine Fun-Runde auf jeden Fall. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und dass ihr wieder Spaß beim Zugucken gehabt habt. Wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, wenn es dann wieder heißt The Binding of Isaac Let's Play und sowas. Haut rein, meine lieben Freunde. Tschüss. Vor allem, wie... Ich bin durch einen Vagina-Typen gestorben, ne? Peinlich. Ja gut, haut rein. Tschüss.